Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Orange on Black. Heute geht es um den Staatsvertrag über den Schutz der Menschenwürde und den Jugendschutz in Rundfunk und Telemedien oder kurz Jugendmedienschutzstaatsvertrag oder noch kürzer JMSTV. Wir beschäftigen uns heute damit, was dieser Vertrag und auch die Änderung dieses Vertrags für den Durchschnitts-YouTuber bedeuten. Wir sind echt keine Juristen und haben das nicht studiert und sind keine Anwälte. Also das ist eigentlich nur nach unserem besten Wissen jetzt quasi zusammengetragen. Wir haben uns das durchgelesen und besprochen und werden euch jetzt einfach mal vorstellen, was wir herausgefunden haben. Das hier ist der Vertrag. Und gefunden haben wir den hier auf bundesprüfstelle.de. Der Link ist dann in der Beschreibung. Da kann sich den jeder runterladen. Ich habe mir den schon runtergeladen und hier mal geöffnet. Das ist ein PDF-Dokument. Und also dann lehnt euch zurück, denn ich werde jetzt irgendwie probieren, euch den Inhalt dieses Vertrags, also den Inhalt, den uns als YouTuber angeht, näher zu bringen. Und deshalb fangen wir doch gleich mal mit dem Zweck des Staatsvertrages an. Ich lese das jetzt mal vor. Also, Paragraph 1. Zweck des Staatsvertrages. Zweck des Staatsvertrages ist der einheitliche Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Angeboten in elektronischen Informations- und Kommunikationsmedien, die deren Entwicklung oder Erziehung beeinträchtigen oder gefährden, sowie der Schutz vor solchen Angeboten in elektronischen Informationen und Kommunikationsmedien, die die Menschenwürde oder sonstige durch das Strafgesetzbuch geschützte Rechtsgüter verletzen. Das heißt jetzt einfach gesagt, dass dieser Vertrag zum Ziel hat, zu verhindern, dass irgendwelche Kinder oder Jugendliche, als was das genau definiert ist, gucken wir uns gleich an, ja, also um die Kinder oder Jugendliche davon fernzuhalten, irgendwas zu sehen in Medien, was ihre, ja, Entwicklung oder Erziehung beeinträchtigen kann. Also irgendwas Jugendgefährdendes soll nicht von Jugend gesehen werden. Und dafür klicke ich jetzt mal hier auf meine nächste Markierung. So, da gucken wir uns mal die Begriffsbestimmung an. Was ist überhaupt ein Kind und was ist ein Jugendlicher? So, und zwar, Kind im Sinne dieses Staatsvertrages ist, wenn noch nicht 14 Jahre. Jugendlicher wäre 14 Jahre, aber noch nicht 18 Jahre alt ist. Das heißt, Kind ist man von 0 bis 14 Jahren, Jugendlicher von 14 bis 18 Jahren. Alles darüber ist erwachsen. So. Dann mal ganz kurz, was ein Anbieter eigentlich ist. Also ein Anbieter ist ein Rundfunkveranstalter oder Anbieter von Telemedien. So. Unserer Meinung nach ist so der Durchschnitts-YouTuber, also zum Beispiel auch Orange on Black, weder ein Rundfunkveranstalter noch ein Anbieter von Telemedien. Also in dem Fall ist unserer Meinung einzig und allein YouTube gemeint. Denn die bieten ja im Grunde genommen das an, was wir produziert haben. Wir wären also eigentlich nur die Produzenten. Das ist zumindest unsere Meinung darüber. So sollte es sein. Dann gucken wir weiter. Gucken wir uns Paragraph 5 entwicklungsbeeinträchtigende Angebote an. Also nach Paragraph 5 Absatz 1. Sofern Anbieter Angebote, die geeignet sind, die Entwicklung von Kindern oder Jugendlichen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu beeinträchtigen, verbreiten oder zugänglich machen, haben sie dafür Sorge zu tragen, dass Kinder oder Jugendliche der betroffenen Altersstufe sie üblicherweise nicht wahrnehmen. Das heißt, wenn ich irgendwas verbreite, was irgendwie jugendgefährdend ist, dann habe ich dafür zu sorgen, dass das die Jugend nicht sieht. Jetzt ist im Grunde genommen die Frage, wie man jetzt ja, verhindert, dass Jugendliche das sehen oder auch Kinder. Dafür haben wir hier ja Absatz 3 von Paragraph 5. Der Anbieter kann seine Pflicht aus Absatz 1, also das von wegen, dass man dafür sorgen muss, dass Kinder und Jugendliche gefährdenden Inhalt nicht sehen, dadurch entsprechen, dass er 1. durch technische oder sonstige Mittel die Wahrnehmung des Angebotes durch Kinder oder Jugendliche der betroffenen Altersstufe unmöglich macht oder wesentlich erschwert. So.
Also ich muss irgendwie dafür sorgen, und zwar auf technischem Wege, muss ich irgendwie dafür sorgen, dass Kinder oder Jugendliche das nicht sehen, was ich da produziert habe, was möglicherweise ihre Entwicklung gefährden könnte. So, oder ich mache das anders. Oder die Zeit, in der die Angebote verbreitet oder zugänglich gemacht werden, so wählt, dass Kinder oder Jugendliche der betroffenen Altersstufe üblicherweise die Angebote nicht wahrnehmen. Das heißt, YouTube müsste in dem Fall irgendwie alles, was jugendgefährdend ist, nur zu bestimmten Zeiten ausstrahlen. Und das wäre, glaube ich, ja, wie es hier unten steht, von 23 Uhr bis 6 Uhr. Mhm. Ist klar. Also da ist Nummer 1, glaube ich, wesentlich interessanter, also die technischen Maßnahmen. Und Näheres dazu kommen wir jetzt auch. Und zwar in Paragraph 11, und zwar unter Abschnitt 3, Vorschriften für Telemedien. So, Paragraph 11, Absatz 1. Der Anbieter von Telemedien kann den Anforderungen nach Paragraph 5, Absatz 3, Nummer 1, also das von wegen den technischen Maßnahmen, um halt zu verhindern, dass Kinder das Ganze sehen können, dadurch genügen, dass Angebote, die geeignet sind, die Entwicklung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen zu beeinträchtigen, für ein als geeignet anerkanntes Jugendschutzprogramm programmiert werden oder dass es ihnen vorgeschaltet wird. So, das heißt jetzt, als technische Schutzmaßnahme muss ich irgendwie dafür sorgen, dass mein jugendgefährdender Inhalt, mein jugendgefährlicher gefährdender Content von Jugendschutzprogrammen als so einer erkannt wird und deshalb geblockt wird. So. Oder ich muss irgendwie ein Jugendschutzprogramm davor schalten. Nun ist aber irgendwie doof, was ist jetzt genau ein anerkanntes Jugendschutzprogramm? Das wird da unten zwar näher erläutert, was jetzt genau anerkannt sein soll. Und zwar eigentlich mit der Aussage, dass das dann anerkannt ist, wenn es anerkannt ist. Aber so richtig ist nicht klar, wie man das jetzt genau, ja, anzeigt, dass es von den Jugendschutzprogrammen auch erkannt wird. Aber gut, das wird dann die Zukunft zeigen. Übrigens, insgesamt in Kraft treten tun jetzt die Änderungen in den Vertrag, den gab es natürlich auch schon vorher, jetzt ab 2011. Hier jetzt noch was ganz Interessantes. Das ist jetzt auch noch in, ja, Paragraph 11, Absatz 5. Wer gewerbsmäßig oder in großem Umfang Telemedien verbreitet oder zugänglich macht, soll auch die für Kinder oder Jugendliche unbedenklichen Angebote für ein anerkanntes Jugendschutzprogramm programmieren, soweit dies zumutbar und ohne unverhältnismäßige Kosten möglich ist. So, wenn ich jetzt also irgendwas habe, was eigentlich für Kinder und Jugendliche ansehbar ist, dann sollte ich das eigentlich trotzdem irgendwie, also für die Jugendschutzprogramme programmieren. Allerdings nur solange das zumutbar ist von wegen Kosten. Und, naja, es geht ja hier eigentlich um YouTube und sind wir mal ehrlich, wenn YouTube irgendwie sonst wie viele Leute einstellen müsste, um alle Videos anzugucken, um die dann irgendwie einzuordnen. Oh, ich denke mal, das können wir als unzumutbare Kosten einordnen. Das vielleicht jetzt nochmal zusammengefasst. Es ist so, unserer Meinung nach ist der ganz normale YouTuber überhaupt nicht von diesem Vertrag betroffen. Wenn ihr jetzt natürlich einen Blog habt oder eine Website oder irgend sowas in der Art, ein Forum, dann seid ihr sehr wohl betroffen. Denn dann bietet ihr selber euren Content an. Und dann solltet ihr euch diesen Vertrag selber mal ganz genau durchlesen. Das wäre vielleicht wichtig. So, also an sich sind wir erstmal nicht betroffen. Es kann natürlich sein, dass jetzt YouTube-Partner schon betroffen wären, weil die verdienen mit der Sache ja Geld und das könnte komplizierter sein. Gibt's jetzt aber keine Garantie drauf. So, das waren jetzt alle Paragraphen und Absätze, die uns quasi verleitet haben, uns unsere Meinung zu bilden. Wir haben natürlich auch den Rest gelesen, aber das waren so unserer Meinung die wichtigsten. Und wir denken, dass es für den YouTuber an sich sich nichts ändert. Aber wir haben eigentlich nichts gefunden, was sagen würde, dass YouTube seine Videos jetzt nicht kennzeichnen müsste. Und nun ja, das wird also heißen, dass YouTube entweder irgendwie halb China einstellt und denen alle Sprachen der Welt beibringt, die können das natürlich, ja, nur um irgendwie die Videos zu kennzeichnen. Das würde dann theoretisch die einzige Möglichkeit sein. Natürlich könnte YouTube auch grundsätzlich einfach an alles ab 18 dran schreiben. Da sind wir uns auch nicht so sicher.
Und überhaupt, alles, was wir gerade gesagt haben, da gibt's keine Garantie drauf. Und wir wollen bitte, wenn ihr den Vertrag anders interpretiert, wenn ihr irgendwas gefunden habt, was wir nicht gefunden haben, dann macht eine Videoantwort. Oder schreibt es in die Kommentare. Also es wäre echt toll, wenn wir da jetzt irgendwie so eine kleine Diskussion rausbekommen. Das wäre also wirklich toll. Also wenn ihr irgendwie eine andere Meinung habt, dann sagt die, ja? Falscher als unsers wird's nicht sein. Hehe. Nein. Schreibt sie in die Kommentare, macht Videoantworten, schreibt uns über Twitter, wir haben auch einen Twitter-Account. Ansonsten, wie gesagt, es gibt halt überhaupt keine Garantie auf Richtigkeit hier, das war jetzt nur so unsere Meinung. Aber, um nochmal zum Anfang zurückzukommen, Zweck des Staatsvertrages, den habe ich ja vorgelesen, von wegen einheitlicher Schutz der Kinder und Jugendlichen. Also, das ist ein Vertrag, ein Staatsvertrag zwischen allen deutschen Bundesstaaten, allen 16. Und das hört sich ja ganz gut an, dass sich jetzt alle deutschen Bundesstaaten irgendwie einheitlich darauf geeinigt haben, Kinder und Jugend zu schützen. Aber das bezieht sich dann halt immer noch nur auf Deutschland. Und das ist allen anderen Ländern in der ganzen Welt vollkommen Schnuppe. Das heißt, wenn überhaupt, werden nur deutsche Seiten eingeschränkt und ausschließlich die Deutschen. Und die in der anderen, in der restlichen Welt, die bleiben unangetastet. Die kriegen davon überhaupt nichts mit. Also kann zwar ein Kind oder ein Jugendlicher jetzt keine in Deutschland veröffentlichten gefährdeten Inhalte angucken, aber alle in der ganzen restlichen Welt schon. Und zwar alle. Also alle, das kann Deutschland nicht einschränken. Funktioniert nicht. Also egal wie es im Endeffekt jetzt wird, für das Kind oder den Jugendlichen ändert sich eigentlich nicht viel, abgesehen davon, dass es weniger deutsche Inhalte aufrufen wird. Hiermit sei die Diskussion eröffnet. Bitte sagt eure Meinung und bis zu einem nächsten Video von Orange and Black. So, das waren jetzt alle Paragraphen und Absätze, die uns quasi verleitet haben, uns unsere Meinung zu bilden. Wir haben natürlich auch den Rest gelesen, aber das waren so unserer Meinung die wichtigsten. Und wir denken, dass es für den YouTuber an sich sich nichts ändert. Aber wir haben eigentlich nichts gefunden, was sagen würde, dass YouTube seine Videos jetzt nicht kennzeichnen müsste. Und nun ja, das würde also heißen, dass YouTube entweder irgendwie halb China einstellt und denen alle Sprachen der Welt beibringt, die können das natürlich, ja, nur um irgendwie die Videos zu kennzeichnen. Das würde dann theoretisch die einzige Möglichkeit sein. Natürlich könnte YouTube auch grundsätzlich einfach an alles ab 18 dran schreiben. Da sind wir uns auch nicht so sicher. Und überhaupt, alles, was wir gerade gesagt haben, da gibt's keine Garantie drauf. Und wir wollen bitte, wenn ihr den Vertrag anders interpretiert, wenn ihr irgendwas gefunden habt, was wir nicht gefunden haben, dann macht eine Videoantwort. Oder schreibt es in die Kommentare. Also es wäre echt toll, wenn wir da jetzt irgendwie so eine kleine Diskussion rausbekommen. Das wäre also wirklich toll. Also wenn ihr irgendwie eine andere Meinung habt, dann sagt die, ja? Falscher als unsers wird's nicht sein. Hehe. Nein. Schreibt sie in die Kommentare, macht Videoantworten, schreibt uns über Twitter, wir haben auch einen Twitter-Account. Ansonsten, wie gesagt, es gibt halt überhaupt keine Garantie auf Richtigkeit hier, das war jetzt nur so unsere Meinung. Aber, um nochmal zum Anfang zurückzukommen, Zweck des Staatsvertrages, den habe ich ja vorgelesen, von wegen einheitlicher Schutz der Kinder und Jugendlichen. Also, das ist ein Vertrag, ein Staatsvertrag zwischen allen deutschen Bundesstaaten. Allen 16. Und das hört sich ja ganz gut an, dass sich jetzt alle deutschen Bundesstaaten irgendwie einheitlich darauf geeinigt haben, Kinder und Jugend zu schützen. Aber das bezieht sich dann halt immer noch nur auf Deutschland. Und das ist allen anderen Ländern in der ganzen Welt vollkommen Schnuppe. Das heißt, wenn überhaupt, werden nur deutsche Seiten eingeschränkt und ausschließlich die Deutschen. Und die in der anderen, in der restlichen Welt, die bleiben unangetastet. Die kriegen davon überhaupt nichts mit. Also kann zwar ein Kind oder ein Jugendlicher jetzt keine in Deutschland veröffentlichten gefährdeten Inhalte angucken, aber alle in der ganzen restlichen Welt schon. Und zwar alle. Also alle, das kann Deutschland nicht einschränken. Funktioniert nicht. Also egal wie es im Endeffekt jetzt wird, für das Kind oder den Jugendlichen ändert sich eigentlich nicht viel, abgesehen davon, dass es weniger deutsche Inhalte aufrufen wird. Hiermit sei die Diskussion eröffnet. Bitte sagt eure Meinung und
Bis zu einem nächsten Video von Orange and Black.